liebe Freunde des Dirtbiker Magazins. Heute wird es sportlich, deswegen habe ich mich in mein Tor Prime Fit Outfit geschwungen. Denn wir fahren die neuen Honda CRF 450 Probe. Sowohl das Motocross Modell als auch die Enduro. Die CRS wurden komplett neu entwickelt. Die große Überraschung, es ging weg von der Luftgabel zurück zur Stahlfedergabel. Das Chassis, der Alurahmen der neuesten Generation und das Bodywork wurden komplett neu designt. Alles auch im Zuge der Massenzentralisierung. Der Motor wurde kompakter, leichter und kräftiger. Die RX hat sogar serienmäßig einen E-Starter. Bei der R ist er optional. Nun aber ab auf die Strecke. Die 2017er Honda CRF 450 bestechen vor allem durch ein super Handling. Also das Motorrad fühlt sich verdammt leicht an für eine 450er. Lässt sich schnell nach rechts und links dirigieren, ausgleichen, sowohl in der Luft als auch auf dem Boden.